Hallo, ich weiß ganz genau, warum du dieses Video eingeschaltet hast. Denn du hast schon mal von Adventures gehört, dir wurde das jemand gezeigt und du möchtest einfach für dich nochmal überprüfen, ob dieses Unternehmen fake ist, ob das ein Scam ist, ob es einfach funktioniert oder nicht. Und wenn du bis Ende dieses Videos dran bleibst, werde ich dir ganz genau erklären, ob das verarscht ist oder nicht. Also, worum handelt es sich hier? Ganz normal um ein Reiseunternehmen. World Ventures ist ein Reiseunternehmen, was aus der USA kommt und die sind momentan 11,5 Jahre auf dem Markt. Normalerweise, wie können wir unsere Reise heutzutage buchen? Einmal über das normale Reisebüro, was offline verfügbar ist, also was wir auf jeder Straßenecke eigentlich finden. Was sind hier die Vorteile? Wenn wir unsere Reise buchen wollen, gehen wir zu einem Reisebüro. Und natürlich treffen wir da ausgebildetes Personal. Weil diese Leute sind natürlich spezialisiert dafür und sie kennen sich damit ganz genau aus und können uns perfekt weiterhelfen. So, das nächste Vorteil bei einem Reisebüro ist, wir brauchen uns um nichts zu kümmern. Das heißt, wir haben weniger Stress, weil alle Sorgen können wir auf die Mitarbeiter übertragen. Alles, was wir brauchen, alles, was wir wollen, können wir denen ganz genau sagen und sie erledigen das alles für uns. So, der nächste Punkt ist, wenn du dich weniger mit den Details beschäftigen möchtest, wenn du keine Zeit hast für Kleinigkeiten, können wir die natürlich jederzeit anrufen, nachdem wir bei denen gebucht haben. Und sie helfen uns bei jeder Sache, die wir benötigen für unsere Reise. Möchtest du den besten Preis haben von einer bestimmten Kette, von einem bestimmten Hotel, findest du das natürlich auch wieder hier bei deinem Reiseunternehmen, bei deinem Offline-Reisebüro, weil die suchen genau für dich den besten Preis heraus. Aber, und jetzt kommt das Aber, hier haben wir natürlich mehrere Kosten, denn wenn wir da eine Reise buchen, wenn wir da ein Hotel buchen, haben wir nicht nur unser Hotel oder nur die Reise zu bezahlen, sondern auch die Miete, das Franchise-Unternehmen, die Beraterin, die für uns zuständig ist, weil dafür müssen wir auch die Kosten tragen, oder zum Beispiel auch das Papier, wo wir das Angebot gedruckt bekommen. Okay? Also hier fallen für uns viele, viele Kosten auf. Und deshalb ist in einem normalen Reisebüro immer der teuerste Preis. Zum Beispiel, ich habe mit einer anderen Person vor kurzem eine Reise gebucht. Dann sind wir zu einem Reisebüro gegangen und dann haben wir dasselbe Angebot von diesem Reisebüro für uns nochmal raussuchen lassen. Okay? Und im Endeffekt war der Unterschied, dass ich in einem Online-Reisebüro 1000 Euro weniger bezahlt habe. Okay? Das heißt, ich könnte hier nochmal zwei Personen mitnehmen für denselben Preis. Genau deswegen. Heute in unserer Zeit wird meistens durch die Online-Buchungsportale gebucht. Statistisch ist bewiesen, dass 80% der Leute weltweit, beziehungsweise auch hier in Deutschland extrem, nur online buchen. 80% der Leute buchen online. Zum Beispiel geht mal zu euren 10 besten Freunden und fragt sie mal, wo buchst du? Online oder offline? Wo buchst du deine Reisen? Und ich wette mit euch, mindestens 7 davon werden sagen, ich buche online. Denn was haben wir online für einen Vorteil? Wie schon erwähnt, hier haben wir den besten Preis. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil für alle. Das ist natürlich das, was alle haben wollen. Den günstigsten Preis. Die ganzen Quellen und die ganzen Studien, die ihr hier bei uns seht, werdet ihr unten in der Beschreibung wiederfinden. Okay, das heißt, ihr könnt euch alles nochmal in Ruhe anschauen, alles nochmal selber durchgehen, alles nochmal selber durchlesen und studieren. Und somit habt ihr auch die besten Infos per Hand. Aber da ihr online, wie gesagt, den besten Preis habt, könnt ihr nicht den besten Kundenservice haben, weil da sparen sie wieder. Weil durch diesen besten Preis haben sie natürlich keine Möglichkeit, ihre Mitarbeiter zu bezahlen für den Kundenservice. Okay? Und jetzt werde ich euch die Mitgliedschaft erklären. Hier haben wir einmal Martins, American Airlines, Club Accor, Leaders Club, Corinthia Hotel, Wizz Air oder Ritz Hotel. Das sind einige Beispiele zu Mitgliedschaften, wo es auch Mitgliedschaften gibt. Und natürlich bei jeder Mitgliedschaft haben wir hier immer bestimmte Vorteile. Gut, zum Beispiel hier bei dieser Mitgliedschaft, bei Leading Hotels, haben sich viele, viele Hotels zusammengeschlossen und eine Mitgliedschaft organisiert. Okay? Was hat man durch diese Mitgliedschaft? Also erstmal, diese Mitgliedschaft kostet, wie ihr hier sehen könnt, 1200 US-Dollar, um Mitglied davon zu werden. Was habt ihr für Vorteile? Ihr habt Flughafen, Transferservice und jedes Mal Frühstück für zwei Leute umsonst. Okay, und die andere Sache ist, bei dieser Mitgliedschaft könnt ihr auch Punkte sammeln bei jeder Reise. Okay? Was könnt ihr mit diesen Punkten machen? Einfach eure Hotelaufenthalte vergünstigen. Das andere Beispiel ist Swiss Hotel.
eine andere Hotelkette. Und hier bei dieser Mitgliedschaft, wie ihr seht, gibt es drei bestimmte Mitgliedschaften. 1, 2 und 3. Ihr könnt sehen, was ihr hier für Vorteile habt. Und wie gesagt, die ganzen Quellen, die ganzen Informationen werden wir hier unten in diesem Video verlinken, somit, dass ihr euch nochmal ganz genau erkundigen könnt. Aber die andere Sache ist, bei dieser Mitgliedschaft, wir müssen alle 24 Monate diese Mitgliedschaft erneuern. Das heißt, hier brauchen wir nicht nur einmal bezahlen, wie es bei World Ventures ist, sondern jede 24 Monate müssen wir nochmal und nochmal und nochmal die Anfangskosten für diese Mitgliedschaft bezahlen. So, das ist jetzt die nächste Mitgliedschaft, die ich für euch habe, das ist Club Accor. Okay, hier habt ihr auch die Möglichkeit, wieder Punkte zu sammeln in euren Reisen und durch diese Punkte habt ihr einfach die Möglichkeit, à la carte zu buchen und eure à la carte Reisen zu vergünstigen. In Deutschland speziell gibt es natürlich auch Mitgliedschaften, das ist eine davon. Hier sind auch wieder mehrere Hotels, die sich verbunden haben, okay, und die eine Mitgliedschaft eingegangen sind. Hier seht ihr die alle, hotelstars.eu. Okay, und bei dieser Mitgliedschaft, wie das hier funktioniert, ihr seht ja, es sind mehrere Hotelketten hier verfügbar. Bei jeder Hotelkette, wenn ihr essen geht, wenn ihr das Hotel bucht, generell verreist in dieser Kette, sammelt ihr wieder Punkte. Und durch diese Punkte könnt ihr wieder eure Reisen vergünstigen. Okay, und jetzt habe ich auch die letzte Mitgliedschaft für euch, Lufthansa. Okay, für diejenigen, die aus Deutschland kommen und die nicht wissen, was Lufthansa für eine Mitgliedschaft hat, will ich das ganz kurz erklären. Also, hier haben wir vier verschiedene Memberships. Okay, ich werde euch die erste ganz kurz erklären. So, bei der Mitgliedschaft von Lufthansa ist es so, dass wir hier einmalig 50 Dollar bezahlen müssen oder 7000 Meilen geflogen sein müssen, dann aktivieren sie unser Konto. Das heißt, dann haben wir Zugang zu einer der Mitgliedschaften. Und dann können wir es auswählen. Entweder wir bezahlen hier 550 Dollar oder wir verreisen 70.000 Meilen mit Lufthansa und dann sind wir General Member. Okay, was haben wir als General Member für Vorteile? Zum Beispiel Shuttle Service. Wir können mehr Gepäck mitnehmen und wir haben ein zusätzliches Essen bei jedem Flug. Und wenn du für zwei Personen buchen möchtest und wenn du die Mitgliedschaft für zwei Personen haben möchtest, musst du entweder einmalig 1.100 Dollar bezahlt haben oder 140.000 Meilen geflogen sein. Und hier haben wir ganz einfach nochmal ein paar Beispiele für weitere Mitgliedschaften von der Reiseindustrie, von Reiseunternehmen. Denn die ganze Reiseindustrie ist eigentlich aufgebaut alles auf Mitgliedschaften. Und wie genau das funktioniert, werde ich euch jetzt in den letzten zwei Folien ganz genau erklären. So, und jetzt werde ich euch erklären den Unterschied zwischen World Ventures Mitgliedschaft und zwischen den anderen Mitgliedschaften. Also vorweg, die Mitgliedschaft in World Ventures ermöglicht uns einfach alles in einem. Also, das heißt, bei World Ventures haben wir nicht nur ein paar Hotels, wo wir vergünstigt haben, sondern alle Hotels der ganzen Welt. Alle Flüge der ganzen Welt. Die Dream Trips, was das komplett Besondere an World Ventures macht. Wir haben einen Host auf jeder Reise, sozusagen einen Reiseleiter, der uns begleitet von Anfang bis Ende. Und wir haben einen Flughafen-Transfer-Service immer mit dabei. So, die andere Sache ist, wir können natürlich entweder Dreamtrips buchen oder à la carte. Wir können auch Punkte sammeln, wir können auch unsere Punkte nutzen, um unsere Dreamtrips noch günstiger zu machen. Und wenn wir andere Personen mitnehmen möchten, müssen wir die nicht angemeldet haben, weil wir können bis zu 8 Personen auf unsere Reise mitnehmen, die keine Mitglieder sind. So, und ich habe euch eben gerade gesagt, dass ich euch jetzt noch zwei Statistiken zeigen werde, warum die Hotels bzw. die Reiseindustrie immer auf Mitgliedschaften aufgebaut ist. Und dazu zeige ich euch diese Statistik hier. Denn wie ihr sehen könnt, die Hotels, die Hotelketten, haben nicht jeden Monat dieselbe Anzahl der Zimmer vermietet. Okay? Nicht jeden Monat werden die gleiche Anzahl der Zimmer verkauft sein. Um euch das nochmal detaillierter zu zeigen, haben wir eine Statistik hier von einem Hotel, was Sommersaison abhängig ist. Okay? Das heißt, ein Hotel, was am Strand gelegen ist oder wo Touristen einfach im Sommer öfters beziehungsweise mehr verreisen. Also hier haben wir einmal die Jahreszeiten und wir haben die Anzahl der Hotelzimmer. Hier sind zum Beispiel maximal 700 Hotelzimmer verfügbar. Und jetzt schauen wir uns mal an, in jedem Monat, wie viele Zimmer sind ausgebucht. Wie ihr hier sehen könnt, im Januar 300, im Februar 400, im März 300 und im April sind sehr, sehr wenig Zimmer ausgebucht. In diesem Beispiel 100, 150 Zimmer. Okay, dann haben wir natürlich die Hochsaison, die Top-Monate, wo es wieder am meisten ausgebucht ist. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Und zwar, was denkst du, wie teilen sie die Hotelketten
die Mitarbeiter auf diese Monate auf. Angenommen, für 100 Zimmer brauchen wir eine Person. Im Februar brauchen wir 4 Personen, das heißt, ich muss hier wieder noch eine einstellen. Im März brauche ich wieder nur 3, das heißt, ich muss eine Person rausschmeißen. Im April könnte ich das theoretisch selber übernehmen, weil es sind nur wenig Zimmer. Und im Mai geht es wieder hoch, das heißt, ich müsste wieder sehr viele Leute einstellen, aber das auch wieder nur für 4 weitere Monate. Okay? Und dann müsste ich die Leute wieder rausschmeißen. Also, wie machen die Hotels das? Ganz einfach. Sie machen einen Durchschnitt. Zum Beispiel in diesem Fall hier 458 gebuchte Zimmer im ganzen Jahr. Das heißt, hier brauchen Sie zum Beispiel 4,5 Angestellte. Sagen wir mal 5. Okay? Das heißt, in den ersten Monaten, in den ersten 4 Monaten machen Sie Minus. Denn Sie müssen trotzdem die Angestellten bezahlen, Sie müssen Miete bezahlen, Sie müssen Strom bezahlen und alle weiteren nebenlaufenden Kosten. Die einzigen Monate, wo Sie eigentlich noch Plus machen, sind Mai, Juni, Juli, August, September und Dezember. Also genau 6 Monate. Okay? Und wie handeln die Hotels? Wie machen die das, damit sie hier kein Minus haben? Boom! In den Monaten, wo es schlecht läuft, machen die Last Minute. In diesen Monaten hauen sie Last Minute Angebote immer raus. Okay, aber was passiert in den Monaten, wo sie viel mehr verkaufen? Ganz einfach, hier ist das Personal überfordert. Was passiert mit dem Personal? Die kommen einfach nicht hinterher und können das dann nicht alles packen. Deswegen seht ihr zum Beispiel auch Stellenausschreibungen nur für eine Saison. Okay, aber wie machen die Hotels das? Ganz einfach durch eure Mitgliedschaft, durch deine Mitgliedschaft. Okay, denn durch deine Mitgliedschaft haben sie die Möglichkeiten, 1, 2, 3 Leute mehr einzustellen, damit sie in dieser bestimmten Saison hinterherkommen. Und genau das macht World Ventures. Sie haben eine Mitgliedschaft, wo alle ganzen Hotels auch was davon haben. Das heißt, sie helfen den Hotels, den Fluggesellschaften, immer die Flugzeuge voll zu haben, die Hotels voll zu haben und somit noch Geld fürs Personal zu haben, damit sie sich um euch bestens kümmern können, damit sie eure Anliegen besser behandeln können. Und durch eure Mitgliedschaft handeln sie mit den Hotels und sie bezahlen schon im Voraus. Okay? Und jetzt, heutzutage, ist es sogar so, dass die Hotels zu World Ventures persönlich gehen und fragen, ob sie Zimmer von denen haben möchten. Okay, jetzt habe ich dir ganz genau erklärt, wie Mitgliedschaften funktionieren. Und jetzt werde ich dir ganz genau erklären, warum World Ventures im Network Marketing Bereich ist und ob das gut ist oder schlecht. So, und warum du das Video ganz genau angeschaut hast, ist, weil dir jemand World Ventures empfohlen hat. Ganz einfach, also tagtägliche Dinge, die du sowieso jeden Tag zu Gesicht bekommst. Zum Beispiel dir wird jeden Tag was Bestimmtes empfohlen. Freunde empfehlen dir Kaffee, Freunde empfehlen dir bestimmte Getränke, bestimmtes Essen, eine Pizza. Also warum auch nicht in der Reiseindustrie? Weil von wem erkriegst du diese Empfehlungen? Von deinen Freunden. Und der Gedanke dahinter einfach ist nur, mit welchen Leuten verreist du? Mit deinen Freunden. Mit welchen Leuten möchtest du Spaß haben? Mit deinen Freunden. Mit welchen Leuten möchtest du feiern? Mit deinen Freunden. Und genau deshalb hat sich World Ventures auch fürs Network Marketing entschieden. Weil im Endeffekt, was ist Network Marketing? Es ist einfach nur, für deine Empfehlung bezahlt zu kriegen. Mehr ist es nicht. Zum Beispiel, wenn ich heute eine Pizza esse, okay, eine ganz normale Pizza, ist es okay. Alle werden sagen, okay, du hast eine Pizza gegessen. Wenn ich dann diese Pizza bezahlen möchte, ist es auch wieder okay, weil jeder bezahlt sein Essen. Dann empfehle ich diese Pizza an einen Freund weiter, weil sie mir besonders geschmeckt hat. Wird natürlich auch jeder sagen, es ist vollkommen in Ordnung, denn man empfiehlt bestimmte Produkte, bestimmte Sachen, die einem gefallen hat, selber an seine Freunde. Weil man möchte für sie etwas Gutes tun. Okay? Aber jetzt kommt's. Wenn ich für meine Pizza, für meine Empfehlung am Ende zu dem Kellner gehe und von ihm Geld bekomme, dann ist es auf einmal plötzlich illegal. Ehrlich, Leute. Euer Freund hat euch dieses Unternehmen empfohlen, weil er euch einfach nur was Gutes tun möchte. Denn entweder ist er mit dem Unternehmen schon verreist und hat das getestet, entweder er hat schon Geld verdient, weil er eine Business-Interesse hat, oder er kennt Personen, die das getan haben. Ganz einfach. Jetzt liegt es an euch, eure Entscheidung zu treffen. Und wenn ihr euch jetzt noch fragt, ist World Ventures fake? Natürlich nicht, denn ich bin selbst damit schon verreist. Ich habe selbst damit schon Geld verdient und ich kann das ganz genau bestätigen. World Ventures ist einfach aufgebaut nur für deine Freunde, für deine Freunde, für deine Familie. Okay? Denn selbst das Motto, der Banner, you should be here, was sagt er aus? Du solltest auch hier sein. Der ist nicht egoistisch und sagt, ja, ich habe die geilste Reise der Welt, weil es könnte sein,
Auf diesem Banner könnte stehen zum Beispiel, I have the best vacation. Okay? Aber nein, es geht immer um dich, es geht immer um andere Leute, weil die wollen den anderen Leuten diese Möglichkeit auch zeigen, auch so toll zu verreisen, auch Geld zu verdienen, wenn sie ein Businessinteresse haben. Oder einfach nur günstiger zu verreisen und mehr in deinem Leben zu verreisen, wenn du nur am Reisestyle interessiert bist. Okay, und wenn ihr jetzt weitere Infos haben möchtet über World Ventures, okay, über Network Marketing generell, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Ich werde euch hier unten alle Links einblenden. Wie gesagt, wir stehen dir zur Verfügung und wir helfen dir einfach, dein Wissen zu erweitern. Ich bedanke mich, dass du hier eingeschaltet hast, dass du dieses Video geschaut hast und ich hoffe, ich konnte dir helfen, deine Entscheidung schneller zu treffen.